Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Goodiebox Monatsbox aus dem Monat März. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Welcome Box habe ich euch schon ausgepackt. Das heißt, wenn man die Box neu abonniert, bekommt man ja quasi die Welcome Box und nicht die reguläre Monatsbox. Link dazu setze ich euch auch gerne mal in die Infobox rein. Box. Die habe ich jetzt im eigenen Abo bekommen, die monatlich, zahle 19,95 pro Box und pro Monat für und freue mich da jedes Mal drüber, denn wir haben einen Warenwert von mindestens 70 Euro und meistens treffen die Produkte auch meinen Geschmack und ich erlebe auch tatsächlich durch diese dänische Box ganz neue Marken und ja, es ist dieses Schubladendesign, was ich großartig finde, dass es immer das gleiche ist. Es sind sehr stabile Boxen, auch wenn meine Box beim Transportweg etwas gelitten hat, denn wir haben einfach hier dann die Produkte drin. Das sind mindestens 5 Produkte, davon 2, glaube ich, in Originalgröße und das fühlt sich auch sehr, sehr schwer an. Wir haben überwiegend Pflege hier drin, mal ein dekoratives Kosmetikprodukt, also eigentlich so im Schnitt 1. Da habe ich euch hier auch mal ein Video zugedreht, wo es so um die ganzen Boxen im Vergleich geht. Und bevor wir jetzt die Box auspacken, habe ich mir in meinem Profil bei der Goodiebox auch dieses Heftchen aufgerufen, dass wir uns so ein bisschen von dem Vibe und von dem Motto inspirieren lassen können. Denn das Motto ist The Spring Cleaning Box. Also im Prinzip haben wir jetzt hier den Frühjahrsputz vor uns. Ich hoffe nicht, dass hier Putzmittel drin sind, bin ich ehrlich, ne? Der Monat März steht für eine Zeit des Übergangs, der Hoffnung und des Neuanfangs. Es ist die Zeit, den Winterblues abzuschütteln, die Schönheit der blühenden Natur zu genießen und einen gründlichen Frühjahrsputz zu machen. Während du also alte Klamotten durchsuchst und Böden schrubbst, vergiss nicht die abgelaufenen Produkte, die in deiner Schminktasche und in deinem Kosmetikschrank schlummern und die ebenfalls eine dringend benötigte Pflege verdienen. Definitiv, deswegen mache ich auch aktuell so eine kleine Deklatterreihe. Das passt tatsächlich echt in den Mut rein. Denk daran, dass auch Schönheit ein Verfallsdatum hat. Wirf die alten Mascaras, höchstens 3 Monate alt, also 3 Monate in Dauerbenutzung, würde ich mal so sagen, ne? Ausgetrocknete Liner und Cremes, die schon bessere Tage gesehen haben, weg. Raus mit dem Alten und rein mit den Reinigern, Seren, Masken und Cremes in deiner Box, die diesen Monat für den ultimativen Frühjahrsputz da sind. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was dann wirklich jetzt hier drin ist. Ja, hier war der QR-Code zum Scannen mit dabei. Und jetzt mache ich mal das Seidenpapier auf. Oh, da ist ein riesiges Produkt drin. Deswegen ist die Box wahrscheinlich auch so schwer. Und da schauen wir uns mal an, was es ist. Wow. Soin du visage, Bifas. Solution micellaire démaquillant. Witzig, dass wir ein französisches Produkt drin haben. Das ist für das Gesicht, die Augen und die Lippen 4-in-1. Und das ist eine Micellen Make-up Remover Solution mit ganzen 500 Millilitern. Das Ganze ist natürlich auch angelehnt an das Beauty-Profil, was man so erstellt hat, ne? Also ich habe auch hinterlegt, dass ich eine trockene, sensible Haut habe. Und hier steht auch drauf, dass es für sensible, trockene und irritierte Haut sein soll. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so in eurer Box drin habt, denn ich weiß nicht, ob ihr alle das gleiche Beauty-Profil angelegt habt wie ich, ne? Ich persönlich bin ja ein absoluter Fan vom Double Cleansing. Das kann man auch mit Micellenwasser machen, dass du erst mit dem Micellenwasser quasi dein Make-up anlöst, ablöst, wie auch immer. Und dann nochmal mit einem Schaumreiniger oder Reinigungsgel oder so nochmal drüber gehst, ne? Und damit dann entsprechend dein Gesicht ordentlich reinigst. 500 Milliliter, Leute. Also, das ist schon sehr, sehr krass, ne? Wow. Da nehmen die das mit dem Frühjahrsputz sehr ernst. Hier habe ich jetzt das dekorative Kosmetikprodukt von Teas. Thrill Eyeshadow Ultra Creamy Duo Shades. 3 Gramm sind hier drin enthalten. Ich habe Edge of Ecstatic hier drin. Okay, ekstatische Farben sind das dann. Mal gucken. Also ja, ich bin jetzt ja nicht so der ultimative Mono- oder Duo-Fan. Also bei mir sollten eigentlich Paletten mindestens 4 Fännchen haben. Ansonsten haben die es sehr schwer, in dieses Regal zu kommen. Und auch die beiden Töne habe ich definitiv schon in Paletten drin. Aber an und für sich finde ich das ziemlich cool, dass es hier drin enthalten ist. Denn mit den beiden Farben kannst du easy peasy lemon squeezy einen Look machen. Dass du dir einfach die dunkle Farbe, die matte Farbe nimmst, die hier außen anfängst aufzutragen, dann in die Lidfalte gibst, auch ein bisschen an den unteren Wimpern kannst und die kannst du dir sicherlich auch mit einem Liner-Pinsel als Eyeliner so ziehen und mit der schimmernden Farbe gehst du dann einfach mit dem Finger
über dein komplettes bewegliches Lid. Vielleicht ein Highlighter in den Innenwinkel und dann hast du halt wirklich schon einen schönen Look, ne? Und wenn du meinst, dass das dunkle Tönchen dir vielleicht noch zu dunkel ist, nimmst du halt den Bronzer, den du vielleicht gerade sowieso verwendest und blendest es damit aus, dann hast du damit auf jeden Fall einen schönen Look gemacht. Also, ne, das so als kleiner Tipp am Rande. Ich persönlich werde es jetzt nicht behalten, weil ich das einfach für mich zu basic finde. Ja, sieht man ganz offensichtlich, dass ich halt auch wirklich auf etwas andere Looks so stehe. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe hier von Canopy Climate Conscious Skincare ein Glycolic Superfood Facial drin. Supercharged Resurfacing Skin Treatment infused with Nutrient Dense Leafy Greens. Water Serum Gel. Okay. Da sind 30 Milliliter drin. Die Marke kenne ich gar nicht, deswegen finde ich es ganz interessant. Glykolsäure ist etwas, was ich so ab April ungefähr nicht mehr verwende. Also alles, was jetzt chemische Peelings sind, AHA, BHA, PHA, Retinol halt auch, ne, werden alle, ich werde euch dazu auch noch ein Video machen, quasi nicht mehr verwendet. Dafür halt Vitamin C, Niacinamide, Hyaluronsäure, dies, das, Ananas, ne? Genau, weil chemische Peelings einfach für mich persönlich im Sommer oder auch im Frühling oder halt in den Jahren von Ostern bis Oktober zu intensiv auf meinem Gesicht wirken, sodass meine Haut zu sehr sonnenempfindlich wird. Und jetzt ist die UV-Strahlung halt wieder etwas höher und das ist halt mit AHA, steht hier auch drauf. Und das wird halt ein Peeling mehr oder weniger sein. Zweimal pro Woche kannst du es verwenden und dann lässt du, apply sunscreen during day, genau, das ist natürlich klar. Und das machst du dir entsprechend auf dein Gesicht drauf. Ich würde es erstmal vorsichtig anwenden. Ich weiß nicht, wie der pH-Wert ist, wie die Konzentration ist und so, ne? Würde ich mir dann nochmal durchlesen und dann halt erstmal immer so 2 Minuten erstmal anfangen, 3 Minuten steigern und so weiter. Aber immer vorsichtig mit chemischen Peelings starten. Symbiosis London ist eine sehr, sehr teure Marke. Okay, ja, passt zum Double Cleansing, also erst diese Micellengeschichte und dann kommt hier dieses Produkt von Symbiosis ins Spiel. Das ist nämlich mit White Peony and Peel Moist. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Das ist halt ein Reinigungsgel, antioxidativ mit 50 Millilitern. Ne? Damit kann man sich dann den ganzen aufgelösten Kladderadatsch runternehmen, um dann halt quasi strahlend schön und ungeschminkt ins Bett zu gehen. Und ja, ist auf jeden Fall sehr cool. Exfoliating, da muss ich nochmal gucken, was es damit meint, weil nicht, dass du dann hier auch noch irgendwelche mechanischen Peeling-Partikel drin hättest, weil auch das verwende ich generell nicht, ne? Also mechanische Peelings. Wenn dann chemische Peelings und jetzt halt von Ostern bis Oktober Enzympeeling. So, genau. Und dann habe ich hier, last but not least, eines von Mikura. Das ist eine sehr schöne Marke. Silky Foot Peeling Mask. Auch hier. Warum machen die das denn jetzt? Sind die denn verrückt? Die sollen doch jetzt nicht so viele Peeling-Sachen und so machen. Eieiei. Ich meine, jetzt kann ich es halt noch verwenden. Denn hier haben wir halt AHA drin. Und das ist halt für die Füße, ne? Ei. Und das scheint aber eine Sache zu sein, die jetzt... Nee, 8 bis 10 Tage Peeling-Prozess. Okay, das heißt, das ist dann etwas zur Vorbereitung auf die Sommerfüße. Okay, kann man machen. Denke ich, dass ich das auch mal wieder ausprobieren werde. Aber wie gesagt, passt mit der Sonneneinstrahlung auf. Jetzt geht's halt noch, aber warum machen die das denn? Das muss ich ganz ehrlich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ja, es hat was mit Frühjahrsputz zu tun, dass man halt auch Peelings macht, dass man seine Haut erneuert, dass man auch abgestorbene Hautschüppchen runternimmt und so weiter. Aber für mich persönlich ist das jetzt einfach mal ein bisschen zu viel hier drin gewesen. Ich hätte mich auch darüber gefreut, dass vielleicht auch etwas sanftere Sachen hier mit bei gewesen wären. Aber gut, nun, es ist so, ich finde die jetzt nicht perfekt für den März gestaltet. Das wäre eine Box gewesen, die ich mir sehr gut vorstellen könnte im Januar, dass man da halt sagt, wir machen ein hier... Räum dich hier, neues Jahr, neuer Start oder sowas mäßiges, ne? Aber dass man das jetzt im März macht, wo ja wirklich auch schon teilweise richtig schöne Tage mit dabei waren. Also ich bin schon im T-Shirt teilweise rumgelaufen, ich war schon im Garten und so. Da verwende ich jetzt solche Sachen eigentlich nicht mehr unbedingt, ne? Mit der Fußpeeling-Maske, ja, definitiv, das kann ich mir auch gut vorstellen. Abschminken sowieso.
Hier weiß ich halt nicht, warum Exfoliating, das muss ich mir nochmal durchlesen. Wie gesagt, ne, wenn da jetzt irgendwelche Säuren oder so drin sind, dann macht das für mich halt nicht so ultimativ viel Sinn, muss ich nochmal gucken. Das hier ist ein absolutes Winterprodukt. Den Lidschatten finde ich schön, also das ist tatsächlich eigentlich ein gutes Produkt, aber mich flasht die Box jetzt dieses Mal ganz ehrlich nicht ganz so sehr. Da, nee. Waren sie mit der Box einfach 2 Monate zu spät, meiner Meinung nach. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten, zu der Box in die Kommentare und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!